Ho, ho, ho. Ich wollte gerade sagen, herzlich willkommen zum dritten Advent, aber das müsste das dritte Video sein. Dritter Advent wäre krass, wenn ich genau weiß, wann was ist. Also, worum geht's heute? Heute habe ich drei Artikel auf einmal, sie machen aber alle drei das Gleiche. Und es ist immer interessant, wenn man so guckt bei AliExpress oder Temu, wie unterschiedlich manchmal Preise sind und wie das Produkt auch am Ende das gleiche ist, auch wenn da immer so große Unterschiede sind. Aber das, auch das sehen wir bei einem anderen Video nochmal genauer. Ich wollte euch nur sagen, was ich bezahlt habe für alles. Und dann gehen wir drauf ein. 1,77 Euro. 1,78 Euro. 2,15 Euro. Let's go. Und zwar geht es dabei darum, die Kette sauber zu machen, wenn ihr eine offene Kette. Und ja, ich weiß, manche werden jetzt sagen, hä, man muss die Kette sauber machen? Ja, Diggi, die musst du ab und zu sauber machen, wenn du eine offene Kette fährst. Gucken wir uns zuerst mal die beiden hier an. Also sie sind nicht zu 100% identisch. Das blaue ist ein Ticken länger. Die Borsten sind dafür breiter und kürzer. Unten wiederum sieht das Ganze ziemlich gleich aus. So, das ist halt gedacht, der hier weiß ich nicht. Halt Borsten dran, kannst halt mal ein bisschen sauber machen zwischendurch. Mal mein gutes Motul-Kettenspray abkratzen hier. Und dann ist wahrscheinlich gedacht, dass du das Ganze laufen lässt ein bisschen. Und dann hier mit der Bürste kannst du hier so reingehen. Da sieht man schon, ja, bei uns Simson-Fahrern, ich zeig's dir mal von hier, du kommst gar nicht jedenfalls von hier aus richtig rauf. Wenn du natürlich an die Kette selber gehst, so wie hier, dann kommst du da rauf. Aber sind wir mal ehrlich, du wirst es nie schaffen, dass alle drei Bürsten gleichzeitig irgendwie ein bisschen das Ganze sauber machen. So, und dann müsste das laufen. Ich will es jetzt nicht anmachen. Aus der Perspektive wäre das halt Quatsch, weil dann wäre hier der Motorsound. Ja, weiß ich nicht. Man könnte es auch so probieren, dass man da so reingeht. Ja, an jedem Fall habe ich es ja so probiert. Man könnte auch nochmal so gucken hier. Die Kette irgendwie auf Spannung halten. Aber mal gucken, hier war ich jetzt noch nicht. Ja, ich weiß nicht, wie sauber das wird. Wenn, muss man sich bestimmt richtig, richtig anstrengen, damit das Ganze gut wird. Also, vor allen Dingen, wenn du so reingehst, ne? Sagen wir hier. Warte mal. So, ja, wenn ich da jetzt so reingehe in die Kette, wenn ich so, ich muss die ja irgendwie straff kriegen. Das heißt, entweder drücke ich runter, dann arbeiten nur die oberen Zähne, oder ich muss hochdrücken, dann arbeiten nur die unteren Zähne. Also es ist schon Murks, ne? Muss man, kann man so sagen. Und dann habe ich noch das Ding hier gekauft. Oh Mann. Da weiß ich auch noch nicht ganz, wie ich mir vorgestellt habe, das zu benutzen. Aber ich erkläre es euch wenigstens mal. Man schiebt halt auf, so. Geht nicht, weil der Deckel drauf ist. Geile Nummer. So. Also man schiebt halt auf. Dann nimmt man halt ab. So. Dann steckst du das hier drauf und schiebst es wieder rauf irgendwie. So. Ja, warte. Ja, bei mir ist jetzt besonders schwierig wegen Kettenschutz und allem. Da müssen wir den Produkt ja mal lassen. Da kann das Produkt ja nichts für. Aber meine Kette ist zu breit. Meine Kette passt da nicht rein. Nee. Ich bin dreckig wie Sau, aber... Nehmen wir das raus hier. Man sieht es ja hinten schon. Komm mal ran hier. So, das ist jetzt unser ominöses Spielzeug. Hier, ups, hier drinnen soll die Kette laufen. Hier und hier. Aber wenn ich jetzt mal die Kette sehe, meine kleine Simson-Kette ist zu breit. Geil. Was lernen wir daraus? Also das Ding hier für 2 Euro irgendwas. Ich weiß nicht, ob man irgendwas davon noch benutzen will oder wenn man eine ganz kleine Kette fährt. Ich meine, auf der anderen Seite wird das Ganze ja noch dünner. Ne? Was soll, ich zeig's euch nochmal in Nahaufnahme. Was soll da denn für eine Kette bitte durch? Also das war hier die Öffnung, wo die Kette nicht durchgepasst hat. Unsere Kette ist zu breit. Und ich habe keine breitere Kette, ich habe die Standard-Simson-Kette. Und das hier ist die Öffnung, wo das Ganze auch noch durch soll. Ich spinne oder was? Und sind wir ehrlich, Fahrradketten sind nicht unbedingt dünner. Das Ding hier, ich werde es euch natürlich verlinken. Schmeiß ich weg. Weil, komm, sind wir ehrlich, Müll. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Ich mühe mich oft genug voll, sowas brauche ich nicht.
Die hier hingegen. Ja gut, ich sag mal so, eine Seite der Bürste funktioniert ja, wenn man sie benutzt. Ne? Da sehe ich vielleicht ein bisschen mehr. Außerdem sind die Bürsten sehr hart. Was soll das da? Für einen groben Schmutz vielleicht, wenn du gerade einen Waschtag hast. Und die Dinger hier, ich meine, wir dürfen nicht vergessen, 1,77, 1,78, ja? Geh jetzt mal in den Baumarkt und hol dir nur so eine Bürste. Nur hier oder das. Ja, und hol dir nur die beiden. 1,77 wirst du auch da nicht finden. Sind wir mal ehrlich. Und ich glaube, die Seite kann man benutzen. Die Seite ist fragwürdig. Ob ich es jetzt empfehlen würde, das zu kaufen, glaube ich eher nicht. Aber wir haben es uns mal angeguckt. Wenn euch so eine Videos gefallen, lasst es mich gerne wissen. Schreibt es unten in die Kommentare. Ihr könnt auch gerne andere Sachen noch reinposten, die wir uns mal angucken wollen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Macht's gut, ciao. Ich glaube, ich bin süchtig nach Öl und Benzin. S51, ich bin verliebt. Bitte komm, gib nochmal Gas. Du weißt, dass es nicht so schlimm ist. Wir schreien Hashtags im Sommer verbindet. Ich glaube, ich bin süchtig nach Öl und Benzin. S51, ich bin verliebt. Bitte komm.